Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Salon Dark. Ups, die Maus verrutscht. Im Herausforderungsmodus beim kahlen Zustrom. Jetzt kommen wir langsam in ein Gebiet, was ein bisschen gefährlicher ist. Und zwar mit dem zerstörten Leuchtturm und diesem zerstörten Fischerdorf. Kommt da hinten schon der Bär an? Sehe ich das richtig? Okay, wir sind vorsichtig. Ist da auch die Höhle von dem Stinkebär? Baumstumpf, den ich da anvisiere. Okay. Auch cool, extrem. Dennoch, Obacht. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen und gucken, wie wir es jetzt am schlausten machen. Hier ist natürlich die Bärenhöhle. Dann ist das. Also da vorne sieht man jetzt schlecht. Hier vorne ist das kaputte Fischerdorf. Ich würde sagen, wir wagen uns zur Höhle des Bärens. Ist jetzt ein bisschen dumm, was ich hier irgendwie mache, aber. Weiß ja nicht, ne? Ashi? Ja. Ich höre ihn. Musik. Gehst mir gerade auf die Nerven. Jedes Mal, wenn ich mit einem Bären zu tun habe, ist die Musik am Happenen. Habe ich das nicht übernommen? Audio, Musik. Hier. Ja, bitte. Ruhe jetzt hier. Wollen wir eigentlich gar nicht hin? Wieso gehe ich zur Bärenhöhle? Weil da drin ist ja eh nichts. Ja, alles für die Spannung. Ja, die Spannung kann ich mir auch sparen hier. Ich bin irgendwie gerade lebensmüde. Weil in die Höhle reinzugehen, das macht ja gar keinen Sinn. Warum sollte ich denn in die Bärenhöhle reingehen? Stream, das ist gerade echt ein bisschen dumm. Also trotzdem muss man hier sagen, hier kommen natürlich die interessanten Gefilde. Ne? Hier kommen wir jetzt in einer Gegend, wo wirklich die ganz interessanten Orte sind. Der zerstörte Leuchtturm. Oder halt die Fischerhütten. Also jetzt kommen wir gerade hier zu den ganz interessanten Orten, wo wir ja vorher, klar, der Aussichtsturm und die Radarstation waren auch schon cool. Aber jetzt im flachen Gebiet ist das natürlich schon sehr interessant, was wir hier finden. Ich nehme es jetzt erstmal wieder kurz mit. Wie ihr wisst ja, wenn ich es dann nicht brauche, lege ich es dann wieder ab. Holzkohle ist sehr interessant. Wir haben jetzt gerade viel verbraucht. Auch noch was. Nehmen wir mit. Das ist ein. Nö, aber nicht. Wir brauchen halt keinen Bogen. Wir haben noch Bögen zu Hause. Wir haben noch Hölzer zu Hause. Revolver nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob da eine Patrone eventuell noch drin ist.
Da kann ich ja noch so oft da gucken, wenn das ganz woanders ist. Ist entladen, dann brauchen wir sie gar nicht. Dann packen wir es wieder rein. Was haben wir denn? Ah ja, wir haben die Stöckchen noch. Wir haben ja dieses Gestrüpp weggehackt, ne? Deswegen haben wir so viele Äste jetzt auch im Inventar. Ganz viele Stöcke. So, ja. Vom Gewicht her ist alles gut. Wir essen und trinken mal was. Mal eben auf den Schock, nachdem ich da gerade fast sinnloserweise in diese Bärenhöhle gegangen bin. Was nicht mal Sinn macht. Gehen wir jetzt erstmal direkt zum. Da ist er. Er geht nach Hause von seiner Stinketour. Ich habe jetzt gerade eben zwei Menschen gefressen und gehe jetzt nach Hause in meine gemütliche Höhle, wo der Extrem fast auf mich gewartet hätte. Oder, ach ja, da hinten ist der Extrem. Ich komme ihm einfach mal entgegen. Arschlochbär. Richtiger Pissbär ist das. Dieser Bär einfach, immer diese Bären im Spiel, die sind halt von ihrem Radius, die sind halt so willkürlich. Du kannst nicht mal sagen, so, ja, die laufen jetzt gezielt da und da. Irgendwie finde ich, sind immer die Bewegungen der Bären so random. Es ergibt nicht mal richtig Sinn, meiner Meinung nach. Gucken wir erstmal im Bötchen. Bevor der Bär uns hier zu nahe kommt. Sieht aber alles leer aus. Der Bär müsste jetzt eigentlich. Yashi! Keine Ahnung, was er da für eine Tour macht. Soll mir auch jetzt egal sein. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zur Ruhe oder in Ruhe zum Turm da oben hin. Das ist schon mal wichtig. Wieso liegt hier alles so irgendwie so am Rand rum? Wurde vom Winde verweht oder was? Hallo? Boah, der kommt diesen kleinen Zentimeter nicht hoch. Wie auch immer der Bär jetzt erstmal lang gehen sollte, ist für den Moment gerade egal. Da hinten die Station ist natürlich richtig cool. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da hatte ich mich ja schon im Herausforderungsmodus total verfranst. Also richtig gefällt. Mich interessiert gerade trotzdem, wo geht der Bär hin? Ah, der könnte auch hier hoch. Nicht so großkotzig sein, Extrem. Ich dachte jetzt hier, oh, ich bin jetzt da safe, wenn ich da hochgehe. Aber sicher bin ich da jetzt erstmal auch nicht. Gut, wie dem auch sei, die Insel haben wir hier natürlich noch gar nicht markiert. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne die Markierung mal setzen. Werden wir dann noch mal später noch mehr aufdecken, aber für den Moment ist es erstmal okay. Wir haben jetzt eigentlich den gesamten südlichen Teil der Insel, eingestürzter Leuchtturm, aufgedeckt. Da fragt man sich auch, so ein Leuchtturm ist ja schon sehr massiv gebaut, weil die ja gerade an der Küste stehen und weil die ja extremen Winden und Wetter standhalten müssen. Was dazu geführt hat, dass dieser Leuchtturm eingestürzt ist. Soll wirklich ein Blitz eingeschlagen sein, eventuell auch noch dazu, plus Sturm. Man weiß es nicht. Eingestürzter Leuchtturm. Illegale Müllentsorgung. Guck erstmal so ein bisschen random drumherum. Na gut, dann mal rein in die gute Stube. Boah, windstiller ist es hier auf jeden Fall, aber ist nur, glaube ich, so ein Block, ne? Der da, das Rote da. So verwirrend aus. Gehzeug. Oh, noch ein Buch.
Holzkohle, die Dose kommt ordnungsgemäß dahin. Und den Rest hier, ja, ist nichts Nützliches dabei. Oder waren da beim Herz noch Schubladen? Muss ich gleich mal gucken. Hier schauen wir mal rein. Nichts. Gern kann ich jetzt erstmal noch nicht sehen. Wir sollten uns vielleicht aber auch gleich hier mal trinken abkochen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Nein! Das nehmen wir noch mit, so. Wo ist denn der lang? Der wollte eigentlich zu seiner Höhle zurück. Dann waren wir da, dann kamen wir uns da so entgegen. Ja, dieser Bär ist immer so random. Ich weiß halt echt nicht, wo der hingelaufen ist. Ah, wir sollten uns hier mal trinken, abkochen. Vielleicht schlafen wir auch hier erstmal ein bisschen. Hier ist es auf jeden Fall etwas sicherer. Ist das Eis oder? Was macht hier ganz komische Geräusche? Ist das die Fahne? Ich weiß es nicht. Das hat sich ganz komisch angehört. Nee, hier waren keine Schubladen. Ich dachte schon, hier wäre irgendwas, was man da öffnen kann. Gut, wir kochen mal ein bisschen Wasser ab. Das machen wir auf jeden Fall. Hier so ein Buch, damit es einfach mal schnell angeht. Brennstoff hinzufügen. Sollte locker reichen, um hier mal vernünftig Wasser zu kochen. Des Weiteren können wir schon mal was naschen. Und ja, das ist halt der Krempel, den wir halt brauchen für die Waffenherstellung. Wie viel Stunden, ah, das geht 5 Stunden. Das ist ja schon eher etwas, was im Rahmen liegt. Stoff haben wir halt nicht. Das wäre tatsächlich jetzt mal ganz nützlich. Aber während das da abkocht, eine Stunde, können wir dann hier mal wieder ein Ewigkeitsbuch zu Ende lesen. Damit wir das vielleicht mal bald fertig haben. Eben ab, zack, dann haben wir jetzt auch Trinkwasser am Start und wir machen noch mal 2 Liter extra. Machen wir noch mal Brennmaterial rein. Wahrscheinlich die Nacht hier dann auch verbringen. Zustand mal ein bisschen bereinigt. Jetzt war noch mal eine Stunde. Haben wir aber auch genug zu trinken. Das sollte uns jetzt erstmal auf jeden Fall über Wasser halten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Tja, und ansonsten ist das halt. Ich weiß nicht, wo diese Schmiede ist. Sobald wir nämlich da sind, verlieren wir schon ganz gut Gewicht. Ich weiß nicht, an die, die im Chat sind, bin ich noch weit davon entfernt oder ist das doch gar nicht mal so weit weg? Wenn ihr das wisst, dann macht das mir vielleicht schon mal ein bisschen Mut, dass ich nicht mehr den ganzen Kram so Ewigkeiten rumschleppe. Vermutlich irgendwo hier so oder was weiß ich was. Oder bei dem zerstörten Hafen, der da war. Diese Walfängerstation ist in Sichtweite, das ist gut.
Sehr gut. Ja, Sichtweite ist, glaube ich, auch eher unser Schlaf, den wir jetzt hier uns dann doch genehmigen werden. Einfach, es ist jetzt quasi nicht mehr sinnvoll loszuziehen, vor allem nicht, wenn ein Bär im Nacken ist. Glaube, hier kann uns aber eigentlich auch nichts passieren, hier in dieser Hütte. Glaube nicht, dass der Bär bis hier hinkommt. Also wäre schon sehr merkwürdig. Ich würde aber ganz gerne mal einen Screenshot noch machen von besagtem Leuchtturm. Auch in der Nacht ganz cool mit Mond und so. Und dann schlafen wir gleich mal weiter. Snacken uns was, trinken was und dann müssen wir nur die Nacht rumkriegen. Dauert noch was. Los, verschwinde, Mond. Der Tag bricht so langsam herein. Ja, Dämmerung, essen, trinken, dann ziehen wir los. Dann bin ich mal gespannt, was wir bei diesem kleinen Fischerdorf da unten noch finden werden, bei den Fischerstellen. War ja noch so ein kleiner Anlegeplatz. Das Wetter ist jetzt gerade noch ein bisschen ungemütlich. Vielleicht schlafe ich doch noch mal eine Stunde. Oder warte eine Stunde. Wow. Das Wetter ist ein bisschen ungemütlich. Ja, vielleicht warte ich da noch länger. Wow. Kälte haut aber auch gerade ordentlich rein, sehe ich gerade. Minus 5 Grad. Gefühlt. Okay, vielleicht nehme ich dann doch meinen Schlafsack. Der ist dann etwas besser als dieser Mist da. Denn hier haben wir minus 2 gefühlt und da haben wir. Okay. Der Schlafsack ist auch trotzdem besser. Plus 10 Bettwärmbonus, plus 2. Holy, vielleicht schlafe ich eine Etage drüber? Na gut, hier ist auch nicht gerade geil, ne? Vielleicht mache ich mir auch noch mal ein Feuer schön an. Wie lange brauche ich dafür? 22 Minuten. Hauen wir uns doch mal ein Feuer an. Komm, was soll der Geiz? Können wir jetzt gerade eh nicht weg. Zum Glück habe ich gewartet, weil es jetzt echt nicht so schön. Mission Move sind wir bei 100%. Gut, ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier in der Folge, ja. Das Wetter noch ein bisschen ausharren. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, nämlich morgen. Bedanke mich fürs Zusehen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus. Sagt bis dahin. Tschüss.